Hallo Leute, bei mir gibt es heute einen richtig schönen Festtagsbraten. Und zwar habe ich mir dafür ein Stück aus der Rinderkeule geholt. Und das werde ich jetzt als erstes mal würzen und dann anbraten. Aber zuerst würzen. Den Topf habe ich mir schon vorgeheizt. So. Richtig schön salzen und pfeffern. Von beiden Seiten. Dann kommt etwas Öl in meinen Topf. Und der Rinderbraten. Und während ich mein Fleisch jetzt richtig schön anbraten lasse, kann ich schon mal mein Gemüse schneiden. Dafür habe ich zum einen Möhren. Die Möhre schneide ich mir einfach nur in grobe Stücke. Dazu kommt noch etwas Sellerie. Und eine Zwiebel. Die Schale bei meinem Gemüse kann dranbleiben, denn ich werde die Soße nachher durch ein Sieb passieren und dann kommt sie eh raus und der Geschmack, der in der Schale steckt, bleibt in meiner Soße. So. Dann werde ich meinen Braten noch wenden. Man kann ja von der anderen Seite auch noch anbraten. Die Möhren, der Sellerie und die Zwiebel, die kommen in eine Extraschüssel. So. Denn die werde ich jetzt gleich im Topf anbraten. Mein Lauch kommt erst später mit dazu, denn der ist so dünn, der würde dann direkt mit verbrennen und das möchte ich nicht. So, den Lauch schneide ich mir auch in Stücke. Der kommt wie gesagt in eine Extraschüssel. Und dann habe ich hier noch zwei Zehen Knoblauch. Die schlage ich einfach nur kurz an. So, und die kommen dann so mit zu meinen Möhren und dem restlichen Gemüse, das ich mit anbrate. Nachdem der Braten jetzt ringsherum angebraten ist, nehme ich den schon mal raus. Boah, das sieht jetzt schon lecker aus. Und in den Topf kommt jetzt mein Gemüse, das ich eben noch anbraten möchte. Da kommt jetzt noch ein klein wenig Öl dazu. Ja. Sobald das Gemüse dann angebraten ist, kommt Tomatenmark dazu. Das Rezept steht übrigens unten in der Videobeschreibung. Nachdem das Tomatenmark drin ist, kommt schon mal ein kleiner Schuss von meinem Rotwein mit dazu. So, dann können sich schon mal die ersten Röststoffe vom Boden lösen und das Tomatenmark löst sich ein bisschen auf und kann dadurch eben auch besser anbraten. Alternativ zum Tomatenmark könnt ihr auch etwas Tomatensoße nehmen. Das geht auch. Nachdem das Tomatenmark jetzt auch ein bisschen angebraten ist, kommen meine Gewürze dazu. Und zwar habe ich einen Teelöffel Pfefferkörner, einen Teelöffel Piment, einen Teelöffel Wacholderbeeren und noch ein Lorbeerblatt. Alles nochmal gut durchrühren. Und da die Flüssigkeit von dem Rotwein jetzt schon verdampft ist, kommt noch ein Schuss dazu. Und mein Lauch. Das Ganze lasse ich jetzt nochmal richtig schön einreduzieren. Dann kommt noch etwas Salz dran. Und zum Schluss gieße ich das Ganze mit meiner Rinderbrühe auf. Und dann kommt mein Fleisch auch wieder in den Topf. Da kommt jetzt ein Deckel drauf. Und so lasse ich das Ganze jetzt für 2 bis 3 Stunden im Topf schmoren.
Jetzt wurde ich letztens von einem Zuschauer gefragt. Er hatte mehrere Rezepte für Schmorgerichte im Internet gefunden und bei allen stehen unterschiedliche Temperaturangaben. Das ging los bei 120 Grad hoch bis 200 Grad. Und jetzt wollte er eben wissen, ob die Temperatur denn völlig unerheblich ist oder ob das wirklich eine Rolle spielt. Und ja, es spielt eine Rolle. Wenn ihr den Rinderbraten jetzt so wie ich in einer Auflaufform in den Backofen schiebt, die Soße eben dazu und dann im Backofen garen möchtet, ohne Deckel, dann empfehle ich euch eine Temperatur von 120 bis 140 Grad. Denn so bleibt gewährleistet, dass der Braten auf der einen Seite eben nicht austrocknet. Wenn ihr jetzt einen Schmortopf habt mit Deckel, dann könnt ihr den Braten natürlich bei höherer Temperatur garen, denn der Dampf bleibt in dem Topf und somit gart der Braten dann eben im eigenen Dampf und die trockene Hitze von außen, die kann an den Braten eben nicht ran und dadurch wird der Braten eben auch schön saftig. Wenn ihr das Ganze ohne Deckel mit höherer Temperatur macht, dann trocknet er eben auf der einen Seite ab und das ist dann nachher fürs Endergebnis nicht ganz so toll. Wenn ihr ihn ohne Deckel im Backofen gart, also bei 120 bis 140 Grad, dann würde ich euch empfehlen, ihn ab und zu mal zu wenden, dass er mit jeder Seite in der Soße liegt und so wird er auch wunderbar zart. Mein Braten hatte jetzt 2 Stunden Zeit zu garen. Gucken wir uns mal an. Und zwar, um festzustellen, ob der Braten schon gar ist, nehmt ihr entweder eine Fleischgabel oder einen Schaschlikspieß, piekst dann da einmal rein und wenn er sich da wieder löst, na, dann ist er fertig. Dann hole ich den Braten auch gleich raus. Und die Soße gieße ich mir auf ein Sieb. Ich werde mir die Soße jetzt durch das Sieb passieren und versuche auch so viel von dem Gemüse wie möglich in die Soße reinzubekommen, denn dann habe ich auch gleich eine richtig schöne sämige Soße. Dann geht es auch gleich an den Braten, den können wir nämlich auch schon aufschneiden. Genau so soll er aussehen. Falls ihr den Braten vorbereitet und erst am nächsten Tag warm machen wollt, dann empfehle ich euch, lasst ihn einmal abkühlen, schneidet ihn in Scheiben und macht ihn dann in Scheiben in der Soße wieder warm. So geht es am einfachsten und am schnellsten. So, meine Gäste kommen gleich, das heißt, wir sind jetzt am Ende des Videos. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Kochen!